Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, die Hasis sind zurück, die Plüschhäschen, Honey Bunnies und wir haben hier hinten einen neuen Emote, Jazz Hand. Die schauen wir uns dann zum Schluss an. Wir gehen jetzt mal in diese Bunny-Skins und ich finde die, das wisst ihr, schrecklich. Ich finde sie grausam, die plüschige Rabauken mit der Handgranate, mit der Osterei-Handgranate und den Pumpgun-Ding. Gut, Ostern steht vor der Tür, aber... Muss das sein? Flüchiger Rabauken. Oh. So, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Flüchiger Rabauken, ich bin kein Fan von der. Ich weiß, ihr liebt die hammerhart, aber wir müssen uns ja nicht immer einer Meinung sein. Ich gebe der 4 von 10 da. Das ist hier die Bunny Brawler. Bunny Brawler und Bunny Brawler hat bei euch. Jetzt halten wir uns mal fest. Das Ding hat hier tatsächlich 4,36 von 5 bei 50 Votes. 226 Reminders am 1. April 2018 das erste Mal drin gewesen. Hammer. Dann haben wir hier den Langohr-Marodeur. Und hier so eine Mischung aus Honey Bunny und Freitag der 13. Mit, also so ist das für mich hier, wenn ich das sehe. Für mich ist das wie Freitag der 13. oder Halloween. Hier auch wieder die Ostereier-Handgranaten, das ist ja cool. Da oben auch die Maske ist cool. Aber Pink Bunny-Kostüm macht mich schon wieder total verrückt, wenn ich die Farbe sehe. Auch hier wieder von meiner Seite 4 von 10 für den Rabbit Raider. Ich weiß, ihr liebt das Teil. Hier haben wir 4,15 von 5 bei 27 Votes, 8 Reminders. Hammer Noten. Dann sind wir auch hier schon durch. Dann sind wir hier bei dem anderen Set, beim Oblivion. Und der Oblivion kriegt von mir 8 von 10. Und also für 2000 V-Bucks der Oblivion 8 von 10. Hier haben wir aktuell, das ist eher so meine... Liga 4,34 von 5 bei 6,8 Sports, 158 Reminders. Am 8. Juli 2018 das erste Mal im Shop gewesen. Aber der Kriterion, den finde ich jetzt nicht ganz so gut wie den Oblivion. Der kriegt von mir 7 von 10, der Kriterion, oder 6 von 10. Ich gebe dem sogar nur 6 von 10. Ich mag diese Farbkombination nicht so sehr von dem Teil. Kriterion für 2000 V-Bucks. Schauen wir mal, wie sieht es da aus. Oder ist auch nicht so. Da haben wir hier gerade mal 2,82 von 5 bei 105 Votes und 37 Reminders. Das macht schon ein bisschen was aus. Die Farben spielen eine Rolle. Terminus. Ja. Kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10 der Terminus. Und 7 von 10. Und da haben wir hier momentan 4,53 von 5 bei 15 Votes. 36 Reminders, 8. Juli 2018. Da für den kompletten Set drin gewesen. So, der Terminus. Dann sind wir ja auch schon durch mit diesem Pack. Hier übrigens 1500 V-Bucks da für die anderen beiden Bunny-Skins. Dann haben wir hier den Abstrakt. Auch für 1500 V-Bucks der Abstrakt. Vom Teil des Aerosol-Assassinen-Sets. Ja, abstrakt. Hier der Sprayer-Skin. Mit den Farbdosen. Was soll ich dazu sagen? Das Ding kriegt von mir 6 von 10. Und abstrakt hat hier momentan 3,37 von 5 bei 52 Votes. Am 13. Mai 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 51 Reminders, 11 Mal drin im Shop. So abstrakt. Dann haben wir als nächstes die Flugpionierin. Jetzt stellt man sich die vor in so einem alten Doppeldecker da.
Und ich finde aber trotzdem, die sieht nicht so schlecht aus. Also, ich finde, die sieht nicht super aus, sieht aber auch nicht so schlecht aus. Aufgeblasene Hosen hat sie hier. Kriegt von mir 6 von 10, die Flugpionierin, für 1200 V-Bucks. Die Flugpionierin, da haben wir hier 3,8 von 5 bei 35 Votes. Am 30. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 mal 38 Reminders. So, dann haben wir als nächstes den Showstopper. Und ich kann euch eins sagen, Leute. Ich kann euch eins sagen. Als ich damals das Video dazu gemacht habe, zu dem Showstopper, mit den vielen Charakteren, mit dem Spind, ich habe tagelang diesen Sound nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Und das wird mir jetzt wahrscheinlich wieder passieren. Das ist so ein richtiger Ohrwurm irgendwie, der Teil. Und der Showstopper, auf der einen Seite liebe ich den, auf der anderen Seite hasse ich den, aber Showstopper kriegt von mir 10 von 10, ich finde das Ding inzwischen einfach nur mega krank. Das ist so übel, wie sich das Teil in die Birne reinfrisst und sich in den Synapsen in den hintersten Ecken festsetzt. Unfassbar. Showstopper für 500 V-Bucks, nur 4,19 von 5, 21 Votes. Am 17. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem, 97 Reminders. Das Ding ist eins der, für mich jetzt schon bereits, eins der kultigsten Emotes dieses ganzen Spiels. So, der Showstopper. Dann haben wir hier diesen Karottenknüppel. Das Ding ist ja schon irgendwo kultig, ne? Hier mit der Karotte, da mit dem Osterhasi. Ah. Gib ihnen 3 bis 5 Portionen Teil des Pastell-Patrouille-Sets für 800 V-Bucks der Karottenknüppel. Gucken wir uns das Teil mal an. Carrot Stick hier. Carrot Stick ist das da. Da haben wir 4,2 von 5 bei 5 Votes, nur 3 Reminders. So, ich habe dem noch gar keine Note gegeben. Ich wollte dem eigentlich, ich gebe dem 6 von 10, dem Karottenknüppel 7 von 10, das Häschen sieht schon echt irgendwie cool aus, ne? So, und dann sind wir bei dem neuen Emote. Jazzhände. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Jazzhände. What? Nochmal. Für 200 V-Bucks, okay, für 200 V-Bucks ist es okay. Ja, ich finde den jetzt nicht so. Das hätte ich mir wahrscheinlich noch 100 Mal angucke. Jazz in Blut. Sag irgendwas. Ich mache jetzt nicht alle durch, ich will nur mal kurz was gucken. Machen wir mal hier kurz. Nur mal mit dir. Da passt nicht was in alles. Ja, da sieht es eigentlich ganz cool aus. Wenn sie das macht, doch. Wenn sie das macht, sieht das eigentlich ganz cool aus. Okay, das relativiert das Ganze so ein bisschen. Es kostet auch nur 200 V-Bucks. Da kriegt Jazzhände von mir immerhin noch 7 von 10. Ja. Also bis jetzt noch kein Rating da, 9 Reminders. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich freue mich auf euch.